Simon Seiler, herzliche Gratulation. Hat nicht zu oben einen souveränen Auftritt gegen EHC Visp. Am Schluss ist es noch ein bisschen heiß geworden, aber so der erste Eindruck von diesem Match heute gegen Visp. Über 60 Minuten gesehen, denke ich, sicher verdient gewonnen. Am Schluss haben wir es mit der Strafe ein bisschen selber ins Eich gebracht. Und dann aber ja, 6-5 und eben Unterzahl probiert den Match nach Hause zu tun. Man hätte das Ganze schon ein bisschen früher klar machen können, wenn wir jetzt auf höherem Niveau wollen, jammern. Aber ich würde sagen, es ist auch heute Abend wieder ein geschlossener Auftritt von dem EHC Olten, wirklich temporeiches Hockey gespielt. Habt ihr das auch so erlebt? Ja, definitiv. Ich glaube, jetzt in der Vorbereitung sind wir gut zusammengewachsen, haben ein paar Linienkonstellationen gefunden, die funktionieren. Und darum hätten wir wirklich Chancen gehabt, um den Match früher zu tun. Hat sie gestern gewonnen, heute gewonnen. Eigentlich ein einwandfreier Start, 6 Punkte nach 2 Spielen. Ja, nimmt man gerne so entgegen? Ja, 6 Punkte sicher, aber einwandfrei würde ich schon nicht sagen. Es gibt immer Sachen, die man besser machen kann. Eben heute am Schluss eben noch ein bisschen heiß geworden, das können wir sicher anschauen. Und, dass wir dann ready sind für die Dienstag. Dienstag geht es schon wieder weiter gegen Winterthur. Was wird wichtig sein gegen EHC Winterthur hier im Heimspiel? Genau wie gestern und heute gut rausgekommen, in den ersten 20 Minuten schon Vollgas geben und dann kommt es gut.